So, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und zwar heute ein bisschen Minecraft Map Making, nämlich was ganz Interessantes. Und zwar vor einiger Zeit, also nicht mal mehr in Minecraft 1.8, da bestand Map Making eigentlich zum größten Teil aus Block 36 und Falling Sand. Und einige von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, was ist Block 36? Und nicht unbedingt, was ist Falling Sand, weil das sollte man eigentlich wissen. Aber ich habe jetzt in der 1.8 nochmal eben so ein bisschen ausprobiert mit Block 36. Und mir ist aufgefallen, dass sich das Verhalten davon ein bisschen geändert hat. Erstmal kurz, was ist Block 36? Das ist der Block, welcher irgendwie nicht existiert. Also es gibt ja von einem Piston, gibt es erstmal diesen Pistenunterteil, dann den Piston Head als Block und es gibt noch Piston Extension als Block. Und das ist Block 36. Und Block 36 ist ein Block, der vor der Minecraft 1.8 einfach unsichtbar war. Er hatte eine Hitbox, wenn man einen Rechtsklick drauf gemacht hat, ist dieser Block verschwunden. So konnte man dann Rechtsklicke mit allen Items und so überprüfen. Das funktioniert in der 1.8 so nicht mehr, denn wenn ich irgendwo Block 36 hin platziere, zum Beispiel hier, wenn ich den Command dafür finde, hier, dann hätte ich das gerne noch auf meinen Positionen. So, also ich habe jetzt hier Block 36 hin platziert. Der befindet sich auch hier. Ihr seht, da ist keine Hitbox oder so, aber wenn ich hier versuche, irgendwie einen Block da drauf zu platzieren oder so, es wird nicht klappen. Und eine weitere interessante Sache ist, über diesen Block 36, dass innerhalb von Block 36 Falling Sand Entities nicht zu Blöcken werden können. Das heißt, würde ich hier jetzt ein Falling Sand Entity spawnen, dann würde das passieren, was ich hier gemacht habe. Nämlich, das hier unten, diese drei Blöcke hier, das sind Falling Sand Entities. Das heißt, ich falle da durch und so kann ich dann hier zum Beispiel kriechen. Das ist eine Sache, die man damit machen kann. Eine andere Sache ist zum Beispiel aus jedem Block so Stufen machen. Das funktioniert, indem ich eine Cobblestone Wall nehme, da drauf Block 36 platziere und darüber dann ein Falling Sand Entity spawne. Dann durch die Cobblestone Wall liegt nämlich das Falling Sand Entity in halben Block durch die Hitbox über der Cobblestone Wall, weil eine Cobblestone Wall ja eine Hitbox von anderthalb Blöcken in der Höhe hat. Und durch Block 36, welcher sich hier befindet, welcher nicht sichtbar ist, wird dieses Falling Sand Entity auch nicht zu einem Block und es entsteht eine Stufe aus diesem Block. Was vor der 1.8 möglich war, war jetzt innerhalb dieses Blockes zum Beispiel einen Blumentopf zu platzieren und dann konnte man da auch drüber laufen. In der 1.8 geht das leider so nicht mehr, da wenn ich jetzt hier einen Blumentopf platzieren würde, würde das Falling Sand Entity sich nach oben teleportieren. Darum würde ich nicht empfehlen, zu versuchen, hier rüber zu laufen, beziehungsweise ihr könnt es machen, aber ihr fallt dann hier so einen halben Block in den Boden rein und das ist nicht der Sinn von einer Stufe, die nach oben geht, sondern mehr von einer Stufe, die nach unten geht. Und ja, dieses Video hier war jetzt eigentlich nur nochmal dazu da, um die Leute daran zu erinnern, es gibt Block 36 noch und Block 36 ist immer noch ultra toll und man kann immer noch tolle Sachen damit machen. Und mich würde es interessieren, wer noch die alten MC-Edit-Filter von mir kennt, wo ich dann einen MC-Edit-Filter gemacht habe, mit dem man dann direkt so Treppen erstellen konnte. Und auch einen MC-Edit-Filter, um das hier zu machen. Aktuell geht es ja dank Minecraft 1.8 auch ohne MC-Edit-Filter. Zu der Zeit ging das aber noch nicht mit MC-Edit-Filtern. Andersrum ohne MC-Edit-Filter. Dazu brauchte man dann diese extra Programme. Und da war das dann immer noch so doppelt so toll, wenn man dann so extra Programme hatte und Sachen gemacht hat, die ohne diese extra Programme nicht möglich waren. Aber egal. Mich würde interessieren, wer noch die alten Filter von mir kennt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.